In Schwarz eine ganz andere Kombination, diesmal mit einer Außenküche mit drin. Das hat natürlich die Möglichkeit, dass du im Innenraum noch mehr Platz hast. Patrick ja. Nüske, ich grüße dich herzlich. Wir sind in Hamburg. Ich filme gerade mit dem Handy, weil wir es so spontan jetzt gemacht haben. Campas, hast du heute verkauft den da, oder? Ja, tatsächlich. Da ist einer gekommen, gesagt, kauf ich. Dänisches Paar, war mehr oder weniger auf der Durchreise. Und ja. Das ist auch weg. Macht ja. aber nichts, wir filmen ihn trotzdem. Campas wird wo gebaut eigentlich? Gebaut im Moment noch in der Türkei, wird demnächst nach Österreich verlegt. Und ja, ist ein tolles Konzept. Einfach dadurch, dass es eine geschlossene Kabine ist, setzt es sich durch die von den anderen Konzepten, die immer irgendwie mit Hubdächern arbeiten, komplett ab und findet Anklang, weil wir eben insbesondere hier aus dem Norden viele Kunden haben, die eben auch nach Norden weiterfahren. Ist winterfest, oder? Ist winterfest und ist einfach auch insgesamt schlecht Wetter natürlich viel besser. Es sieht aus, als wäre es Stahl. Es ist, glaube ich, ist Kunststoff, oder? GFK-Sandwich. GFK? Ja, genau. Also glasfaserverstärkter Kunststoff. Ja, rundherum. Mach mal hinten auf wieder. Ja. Wow, die ist groß. Ja. Viele wollen ja drin schlafen, das ist ja so eine Gretchenfrage. Der hier hat ja jetzt eine Küche mit drin. Ja, der hat die Außenküche. Also es gibt einmal den CR550. Der hat dann die Stockbetten vorne und die Außenküche. Und es gibt den CR550i, I für Innenküche. Dann hat er normalerweise hier keine Küche, sondern einfach, wie gesagt, ein leeres, großes Compartment. Den hatten wir damals so bestellt mit zwei Küchen, weil auch so wie bei Kip Vision Outback viele Leute das einfach lieben, dass sie, egal wie das Wetter ist, gerade wenn man eben nach Norden fährt oder eben zu Jahreszeiten, wo ja, schlechtes Wetter. Der hat auch zwei Küchen, der hier? Der hat hier auch zwei Küchen, ja. Zwei Küchen, also innen und außen. Genau. Sieht man. Ist sie auf? Kann man mal drehen? Ja, ja. Mal sehen. Warte mal, ich mach mal eben den Hauptschalter. Das ist alles GFK hier. Innen auch? Also Möbelbau aus Blech, sagt er. Ja, aber das hier ist alles GFK. Also GFK heißt auch wieder viel Aufwand, Formen machen? Nee, das sind Sandwich-Paneele, die einfach gerade sind. Ja, die Flächen selbst sind ja gerade. Es ist aber trotzdem eine sehr aufwendige Bauweise, weil du überall diese Winkel hast. Aber anders kriegst du mit Plattenbau kein vernünftiges Design. Ne? Das ist ein Plattenbau. Die haben hier diese ganzen Elemente, das ist alles Design, das müsste auch nicht sein, oder? Nee, das ist Abdeckung, wo die quasi die Stöße der Platten sind. Ne? Aber auch hier, ich sag mal hier, dieses Teil hier, das könnten die auch so einkleben, aber das sieht halt viel geiler aus. Ja, das stimmt. Dann auch hier die Sachen, die habt ihr jetzt schon reduziert, kann das sein? Ja, bisschen? Die haben wir schon ein bisschen reduziert. Weil er sah so ein kleines bisschen kirmesmäßig aus am Anfang. Ein bisschen overdressed, ja, das stimmt. Aber man kann auch noch mehr weglassen, also da hat der Hersteller kein Problem. Es sollte natürlich einmal irgendwo Campers draufstehen. Aber ich denke, das wollen die Kunden auch. Ist viel schöner. Also sah vorher so ein bisschen Star Wars-mäßig aus. Wenn du die mal kurz beschreibst, die Küche. Das heißt, die Küche hier hat unten dann überall Schubladen mit drin. Die kannst du hier öffnen. Ach so, du kannst sogar durchreichen von der einen Seite zur anderen. Ja. So, dann ist hier ein Schwellers-Auszug. Was ist hier drin? Wo die rollt hier gerade? Ja, der hängt auf dem Schwellers-Auszug, die ganze Küche. Okay. Und ja, dass man einfach besser rankommt, dass man sie rausziehen kann. Großer Kocher, kann man vernünftig was mitmachen. Man kann die Küche natürlich auch arretieren, sowohl im ausgefahrenen als auch im eingefahrenen Zustand. Also hier ist auch schön, guck mal hier, mit der Folie, dass nicht durchregnet. Ja, das ist natürlich wichtig, ne? Dass hier nicht das Wasser auftropfen kann. Ja, die Türken sind normalerweise nicht dafür bekannt, dass sie immer die Spaltmaße auf einen Millimeter bauen. Wie ist hier die Qualität? Ist gut? Ich finde es gut. Ich finde es echt gut. Weil das sind gute Handwerker. Türen schließen und so. Ja, also die gängige Bauweise aus der Türkei ist ja eigentlich die Metallbauweise. Das ist meines Wissens der erste Hersteller, zumindest in diesem Bereich, für Offroad-Trailer, der mit Sandwich überhaupt arbeitet. Viele machen das gar nicht. Also Sandwich heißt, da ist wahrscheinlich ein PU-Schaum in der Mitte. XPS-Schaum und außen ist dann GFK, innen auch GFK? Ja, ja. Das ist einfach nochmal mit so einem Soft
Touch-Lack lackiert, die Oberfläche. Deswegen fühlt es sich einfach ganz anders an als das Gelcoat vom GFK. Hier ist doch geil, da ist so ein Perlmutt-Effekt, ja. so ein Effekt-Lack. Ja. Dann hast du hier eine Markise drauf, ja. Hier eine Fiamma. Patrick, das ist so eine kleine Bar, da kann man Zeug hier was abstellen, oder? Ja, genau. Bierchen, Kaffee, Tee, alles was man möchte. Sehr schön. So, wir haben uns gerade mal deinen neuen Laden angeguckt. Ist das schon spruchreif? Darf man noch nicht? Also zu 99%. Unterschrieben ist es noch nicht, aber. Also es wird demnächst eine Änderung geben. Wir wollen nicht verraten, was. Ja. Das werden wir sagen. Vielleicht Mitte nächsten Jahres wird es kommen. Patrick 2.0. So viel kann ich schon sagen. Aber es hat sich gut entwickelt. Im Moment ist natürlich alles ein bisschen zurückhaltend. Das ist klar. Aber du bist aber auch in einem, ich sag mal, Premium-Segment, muss man sagen, das davon vielleicht nicht ganz so betroffen ist, oder? Ich hoffe es mal. Also bislang, klar, es ist auch bei uns ein bisschen rückläufig. Aber wir haben natürlich auch nicht die Massen auf dem Hof stehen und den Preisdruck dann. Also von daher sehe ich da im Moment zumindest noch relativ entspannt der Zukunft entgegen. Ja, außerdem, du bist ja schon alt genug. Du weißt ja, was du angerichtet hast hiermit. Das sind alles Spielzeuge für Menschen. Es sind auch alles Sachen, die man nicht unbedingt braucht. Also da wird jetzt keiner nicht überleben, wenn er jetzt so ein Fahrzeug nicht hat. Aber du sagst, da sind viele Dänen, die fahren damit in den Norden. Du denkst auch, Campus ist absolut wintertauglich, oder? Ja, absolut. Ja, wir haben Dieselstandheizung, wir haben Wasseraufbereitung über Diesel, wir haben eine riesen Solaranlage mit knapp 400 Watt. Die rundherum Dämmung, das ist natürlich mal wichtig. Die Tür ist schon gemacht hier mit den ganzen Applikationen, die drauf sind. Ja. Dann die kann man auch schließen. Ja. Wir machen die mal zu. Die schließt auch so satt. So satt. Noch keine Caravan-Tür vorher ab ins Schloss rein. Klack. Also das ist hier fast Panzer-like, das muss man sagen. Ist hier aber nichts von der Stange, oder? Hier, nee. Die Fenster zum Beispiel, ist eine Eigenanfertigung. Dann hast du hier das Schloss, okay. Ja, das kenne ich, das haben die meisten Türken. Ja, da, mach mal. Brauchst du richtig, du musst erstmal gegen die Dichtung andrücken. Und dann also das Ding ist fest? Richtig, ja. Okay, verstehe. Ja, drinnen, da gehen wir gleich mal rein. Aber wir gucken uns gerade nochmal von außen an, das Fahrwerk. Auf was habt ihr es gestellt? Alco, gell? Ja. Das ist Alco, man kann ihn auch gegen happigen Aufpreis auch mit Knott Einzelradaufhängung bekommen. Verzögert allerdings dann auch oder verlängert die Lieferzeiten. Ist kombiniert nochmal mit einem Unterfahrschutz über die komplette Unterseite des Caravans. Mhm. Ja, für die, die es brauchen oder meinen, brauchen zu müssen. Was ist das hier, Cloudmark? Das ist mein Lieblingsdachzelthersteller, die Firma Kido aus Deutschland. Ja. Das ist eine sogenannte Cloud Mat. Das ist einfach ausgedrückt eine Luftmatratze, die sich im Härtegrad einstellen lässt. Eigentlich als Einlage für Dachzelte gedacht. Ach so, damit du nicht so ganz so schlimm drin schläfst. Genau. Also es ist tatsächlich ein riesiger Unterschied. Und das Tolle ist, dass man die auch über die Umkehr der Luftpumpe auch ganz klein wieder zusammenziehen kann und in so eine kleine Staubtasche packt. Also man muss nicht wie ein großer Topper. Das fühlt sich auch nicht an wie Luftmatratze hier, oder? Nee. Ich weiß nicht, wie das Zeug von innen aussieht, aber es ist wirklich, wirklich gut. Okay, also heißt CloudMat. Ja, also auch ideal als Topperersatz für Sitzgruppenumbauten in Caravan geeignet. Das gibt's auch bei dir, die CloudMat? Ja. Okay, ja. Cool. So, komm, wir gehen mal ran. Das Design hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der letzte aussah, der hatte hier, glaube ich, Stockbetten auf der Seite, gell? Richtig, genau. So, da ist jetzt die Küche drin. Ja. Dann hast du ein Porta-Potti drin, großes mit der Halterung. Ist es fest am Boden? Das ist jetzt mit Halterung. Das heißt, wenn ich duschen möchte, kann ich die einfach kurz rausstellen und für die Fahrt natürlich auch zum Arretieren eine super Sache. Also, Heckküche heißt hier, ich muss zum Schlafen immer umbauen, korrekt? Ja, in dem Konzept ja. Also in dem Konzept baust du um. In dem anderen waren ja hier die Stockbetten genau. Zum Schlafen. Dann kann man die Sitzbank vorne kann man so lassen, wie sie ist, zum Schlafen. Aber du sagst, das hier ist so individuell, das Fahrzeug. Die Leute, die hier drin reisen, die kommen damit gut klar. Umbauzeit auch so eine Minute. Ich muss ja hier auch nur den Tisch runterlassen, die Polster zusammenziehen. Das System ist ja immer das Gleiche. Wenn ich es 2-3 Mal gemacht habe, dauert es vielleicht eine Minute, wenn es hochkommt. So eine Minute für den Umbau. Der Tisch, der sieht so aus, als könnte aus der Luftfahrt sein. Alu? Ja, nee, also die neuen werden dann tatsächlich auch elektrisch verstellbar sein, wie auf großen Yachten. Vielleicht ein bisschen auch Oversize für so einen Caravan, aber
viele Leute lieben das. So, also Legal Max Speed 120 km/h. Und hier ist nochmal das Tablet drin, damit wird alles gesteuert. Genau, da kann man alle Lichter, alles ist dimmbar. Auch schönes warmes Licht mit 3200 Kelvin, also nicht so ein Fleischtheken-Licht. Wirklich was zum Wohlfühlen und auch vom Bett aus steuerbar. Ne? Ich muss nicht aufstehen, wenn ich im Bett liege. Heizung ist Truma, ist hier drin? Eberswächer. Eberswächer. Ja. Okay. Und das warme Wasser beim Boiler, oder? Genau, aber auch über Diesel. Über Diesel. Ja. So, Fenster sind drin. Wir haben uns letztes Mal schon mal Behemi-Fenster, die sieht man jetzt immer öfter. Dann hast du hier Coffee, ist auch nett gemacht. Das hier ist auch so eine Sache, ich denke, entweder magst du das Ding oder du hast es. Ja. Also es gibt nichts dazwischen, oder? Ja. Polster ist aber gut. Es ist überhaupt nicht türkisch, finde ich. Also nee, es ist überraschend modern von innen und nicht so bling-bling, wie man das sonst so kennt. Weil die Türken ja oft praktisch diesen russischen Geschmack haben, der mit so Gold und viel Barock und so. Aber das ist hier gar nicht so. Hast du auch einen Einfluss drauf oder kam dir selber drauf? Der Boden ist tatsächlich meine Idee. Vorher gab es so ein Rostimitat. Das war jetzt persönlich nicht mein Ding. Und, ist hier eine Saphir drin? Bitte? Ach, es ist eine Klimaanlage drin. Ja, bei dem ist tatsächlich auch noch eine Klimaanlage verbaut. Ja, ich liebe die Saphir, weil man damit super heizen kann. Ja, das kann man auch noch zusätzlich, das stimmt. Das wissen viele nicht, da ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe drin. Ja. Ich habe gerade eine Saphir eingebaut bekommen, Morillo. Okay. Deswegen bin ich da firm drin. Und die Klimaanlage ist natürlich ein Riesenfaktor. Und das Geile ist, du hörst sie nicht oder kaum. Ja. Die ist, und die Luftausströmung ist sehr sanft. Also du merkst, wie ich schwärme von dieser Klimaanlage. Ja, die ist doch gut. Also ist nicht so ein hässlicher Klotz oben am Dach. Ist hier noch Licht drin, Patrick? Ja, geht aber nur über das Tablet. Gott, geht nur über das Tablet. Also geht nicht. Aber haben wir mal kurz gezeigt. Also für dich auch so eine Geschichte gehört fast zum... Bleibt im Repertoire, der hier Campers? Ja, definitiv. Also hat sich bewährt. Ja, absolut. Gut, nachdem ja heute einer kam und gesagt hat, okay, nehme ich gleich. Ja, gibt nicht nur ihn. Das ist sehr schön. Hier, was ist das hier? Warmwasserboiler. Warmwasser. Anzeigen, Heizung, Warmwasser. Hier haben wir Elektrik, alles sehr sauber verlegt. Der Hauptschalter hier für den Mova. Alles sehr gut zugänglich. Ach, der Mova ist auch mit drin. Ja, hier ist ein Mova drin von Truma. Mhm. Wird händisch angepresst, also ohne die aufwendigen Elektromotoren, macht es einfach ein bisschen weniger anfällig, vielleicht gegen Störungen. Ich habe denselben übrigens auch einen Truma mit der Motoranpressung und da muss man vorne so ein Magnet dran halten. Wenn man das nicht weiß, genau. Die Gefahr ist halt, weil die ganzen Frequenzen so nah beieinander liegen, beziehungsweise identisch sind, dass wenn der Nachbar sein Ding plötzlich losschiebt und du hast die Sicherung nicht raus, dass dein Caravan plötzlich anfängt loszulaufen. Ist das schwer manuell? Ist das eine Kurbel oder wie? Nee, das ist einfach so ein so ein Metallarm, mit dem man die einmal ranpresst. Ist easy, oder? Ran. Ist es einfach? Ja. Okay. So, deutlich günstiger als die anderen, ne? Also ungefähr die Hälfte. Also der liegt da bei 1200 Euro oder so. Ist ein Argument. Ja. Und das geht gut mit den Reifen eigentlich, mit dem Mova? Ja. Weil das Profil ja so grobstollig ist? Ja, aber der ist ja auch nicht schwer. Ne? Der wiegt so roundabout eine Tonne, je nach Ausstattung. Also der hat nicht viel zu tun, der Mova. Also, ich fasse nochmal zusammen. Preis von dem, um die 40? Was kostet er? Ja, fängt an bei knapp 30. Also die meisten landen so Ende 30, der lag jetzt über 40 durch Klima, der ist dann auch wirklich volle Hütte. Also Klima, Mover. Zwei Küchen und Klima und Mover. Ist da Lithium auch drin, Herr Lehm? Kann man per Aufpreis bestellen. Also ich persönlich bin ja nicht so ein Freund davon, weil man unter 0 Grad kaum vernünftig aufladen kann. Ja. Klar, man kann erstmal heizen und so. Na, es gibt ja Liontron Arctic. Funktioniert wirklich gut, haben wir schon ausprobiert. Ja. Ja, jetzt nicht im Kühlschrank bei minus 28 Grad, aber hatten wir jetzt gerade. War ganz witzig. Ja. Also wir hatten übrigens auch heute den Fall, dass wir sie nicht aufladen konnten. Nee, das war gestern. Das heißt, wir hatten eine drin, da war 0 Grad, die Batterie war leer, das war's, Ende Gelände. Ja, und da ging es nicht mehr. Und das kann dir bei AGM nicht passieren. Nee, das ist der Vorteil. Komm, wir gehen mal rüber oder Gel. Ja, wir werden gleich noch ein letztes Video machen. Das war persönlich von mir ein Wunsch, weil ich gesagt habe, lieber Patrick,
lass uns ein Video machen von diesem Fahrrad hier. Das ist nämlich so klein und so geil, dass man es einfach mal zeigen muss. Da ist ein Frontnabenmotor drin, aber nicht irgendeiner. Das ganze Ding kommt aus Köln und das werden wir gleich mal zeigen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Wheelhouse. In Hamburg diesmal. Und ja, ich war nämlich auf der Rückreise, habe ich gesagt, ich komme mal vorbei. Ja, diesmal nicht, diesmal nicht ins Eisenbahnding, sondern zu dir. So, gleich geht's ins Hotel, ins, was hast du gesagt, ins Motel One? Motel One, ja. Ja. Direkt am Flughafen. Ja, die waren auch ganz nett. Ja. Gemeint, hier. Ja. Ich erkenne die Kreditkarte, weil sie kommen zu spät. Ja. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Wheelhouse am 16. Dezember 2022. Das Ding heißt Campass und das hieß die Version CR 550. CR 550 von Campass.